Yeah, Leute, willkommen zurück zu 13. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind noch immer hier. Wir flüchten gerade aus der... Also wir sind gerade dabei... Ah, wir haben das Level abgeschlossen. Super. Folgen Sie Major Jones. Jones darf nicht sterben. Also sollen wir jetzt eine Frau, also die Frau, die uns gerade gerettet hat, auch noch retten? Ja, hier entlang. Sonderlich zu freuen, mich wiederzusehen. Du hast also die Wahrheit gesagt. Du hast wirklich das Gedächtnis verloren. Wer sind Sie? Ich bin Major Jones, Ordonnanzoffizier von General Carrington. Fällt der Groschen? Carrington ist vor 3 Tagen verschwunden. Er hat eine eigene Untersuchung zum Mord an Präsident Sheridan geleitet. Er ist der Einzige, der deine Unschuld beweisen kann. Hier können wir nicht bleiben. Wir müssen über die Mauer. Los! Okay. Hier, nimm. Ich gehe zuerst. Ach so, jetzt haben wir quasi mit dem Enterhaken. Drücken Sie Feuer? Alles klar, okay. Um, hinauf und sekundär. Alles, also sekundär ist quasi... Gewisse Waffen, wie zum Beispiel Messer und so, kann man ja auch werfen. Das heißt, wir müssen auf gut Deutsch gesagt, ja, nein, nein, das wollte ich nicht, nein, das wollte ich nicht, ich habe mich verdrückt. Ja, die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig, kann man sagen, was man will. Und jetzt, ah, wir können sogar schießen. Okay, und wie komme ich da jetzt los? Ja, okay, vielleicht ein bisschen down. Ja, wie komme ich da jetzt los? Okay, wir können von hier aus ballern. Nein, jetzt habe ich mich geheilt, oder dass ich es wollte. Ja, ich habe mich gerade voll verdrückt. Verdammt. Ja, die Frage ist, wie komme ich da jetzt wirklich wieder los? Ach so. Ich muss mich darüber schwingen. Alles klar. Ja, wie werde ich das Teil jetzt wieder los? Nein, ich will mich nicht raufziehen. Okay, so geht's. Alles klar. Ja, dann bleiben wir mal bei der Pumpgun vorübergehend, würde ich sagen. Ja. Ach, das sind... Achso, wir sollen flüchten. Oh Mann, das ist gar nicht meine Art zu flüchten. Ich will lieber schießen. Ey, du Penner da drüben. Achso, wir müssen das nachladen. Okay, da fällt das ganze Gebäude runter. Okay, dann hätten wir mal ausgeschaltet, Süße. Hier, nimm. Sie sind außer Reichweite. Benutze das Zielfernrohr. Alles klar. Und wie geht das Zoomen? Ah, so geht das Zoomen. Alles klar. Ja, nur habe ich hier das Problem. Ich sehe niemanden. Ah, hier. Alles klar. Genau in den Kopf. Jawohl. Das sieht jedes Mal so geil aus. Ja, ganz ehrlich, das sieht jedes Mal so fett aus. Jones? Ja, super. Jetzt kann ich wieder alles alleine machen, oder was? Ja, super. Oh Mann, ich habe in Wirklichkeit ja voll den Höhenschiss. Also für die, die es wissen wollen, ja, ich habe wirklich Höhenangst, aber immense sogar. Ja, ich bin wie gesagt überhaupt kein guter Shooter-Spieler. Warum ich das trotzdem spiele, fragt mich was anderes. Es macht trotzdem höllischen Spaß, will ich mal so anmerken. Ich meine, ihr seht es ja selber, es macht ja wirklich Spaß, kann man sagen, was man will. Das Ding haben wir. Ach, Jones ist auch schon da. Wer sagt denn Alarm? Ich höre niemanden. Ja, wollen die Birne. Normalerweise wäre der jetzt vom Kopf her Moose, aber... Ja, ich will mal nicht so pingelig sein.
BM50. Ach, da ist einer. Ach du Blödmann. Alter. Nein! Ja, das wollte ich. Okay, wir haben jetzt auch ein Ding bekommen. Ja, zwei Schuss, da kann ich viel damit anfangen, ne? Ja, hilft nichts, wir müssen die Pistole benutzen. Also die Pistole ist nicht gut, aber sie ist gut genug. Sagen wir es mal so. Ah, da ist Jones. Okay, ja, dann folge ich dir mal, Süße. Checkpoint. What the fuck? Okay. Okay, ich will nichts gesagt haben, was die Knarre betrifft, aber... ach so, da ist auch noch einer. Ja, ich schieße ihm dreimal in den Kopf und der überlebt das. Ja, das ist normalerweise nicht so. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ach du... Ja. Der Controller hat fast eine Sekunde Verzug. Habe ich gerade so festgestellt. Aber egal, macht. Da ist ja doch was. Ja. Ja, wir bekommen sogar Schutzwesten und sowas. Ja, geil. Was? Ja, dafür haben wir ja... Jawoll. Da auch noch vielleicht? Ja, da ist auch noch einer. Was hat denn der da für eine Knarre? Jawoll. Coole Sache. Ja, das ist zum Beispiel das, was das Spiel ausmacht. Es hat eine tolle Story. Es ist cool zu spielen. Ich glaube, man kennt es, dass ich Spaß habe. Und... Hallo? Süßer? Achso, da ist noch einer. Menno. Wo bist denn du? Hoppala. Ja, okay, das war jetzt kein guter Schuss, aber... Down ist er trotzdem. Ja, hier haben wir genug Schüsse. Für normal gehen einem die Schüsse von der normal... Von der normalen Knarre her gehen uns normalerweise die Schüsse selten aus. Also ganz selten. So... Jones. Jawohl, knack das Ding auf. Hier sind wahrscheinlich auch irgendwelche Freaks. Ist ja geil. Ist ja voll geil, Leute, ganz ehrlich. Ja, stirb doch einfach mal, du Freak. Okay, ja, die Grafik, jetzt fällt es mir erst auf. Die Grafik ist echt schon scheiß veraltet, aber... Ja, Jones, wie wär's, wenn du mir mal helfen würdest? Für was hast du deine Ausbildung genossen, wenn du jetzt mich die ganze Zeit ballern lässt? Ja, ich lade mal das andere Ding nach. Ja, der Controller hat einen Verzug. Verdammt mich. Ja, okay, 11 Schuss. Nee, ich warte hier, bis dass ich ein bisschen mehr beieinander habe, weil... Was war denn das? Ein Drogenlabor oder sowas? Schauen wir mal rein, würde ich sagen. Okay, wir haben wieder ein Medipack bekommen. Wie viel haben wir denn jetzt? 2. Ja, brauche ich nicht. Nicht unbedingt. So, dann gehen wir mal da rein. Achso, da ist nichts. Sehe ich das richtig? Ja, da ist nichts. Jones, wo bist du? Jones. Achso, die... Ah. Ja. Mist. Ich hätte dich nicht allein auf das Boot lassen sollen. Warum? Was war denn mit dem Boot, Süße? Okay, fuck, die ballern eindeutig mit einem Rocket Launcher. Ja, jetzt merke ich selber, dass die Steuerung scheiße ist und dass die,
Ui, 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 ui. Ja, der macht nämlich auch genug Fernschaden. Ja, das ist das Problem bei dem Teil. Der Rocket Launcher, der macht immer guten Schaden. Ich meine, das kennen wir eh von anderen Spielen auch noch. Aber jetzt haben wir den auch. Deaktivieren Sie das Sicherheitssystem. Okay, wir müssen verhindern, dass sie stirbt, soweit ich mitgekriegt habe. Aber ich habe keine Kalaschnikow mehr, glaube ich, oder? Also kein Maschinengewehr, um es mal so zu sagen. Ich glaube, wir haben es aber gleich wieder geschafft, weil der Helikopter ist schon startbereit. Und ich nehme an, dass wir mit dem flüchten müssen, ne? Gut, dann deaktivieren wir das mal. Ja. Ja, jetzt kommen... Ah! Ja, hinlaufen ist immer gut, weil die nehmen dann automatisch mehr Schaden. Okay, sie ballert doch ein bisschen mit. Nicht viel, aber doch. Ah, da ist auch noch einer. Da sind sogar mehrere. Nein, sie wird nicht ohne dich abhauen, Steve. Okay, ist da drinnen noch was? Ja, ich suche alles ab, weil, wie gesagt, Munition und sowas können wir immer brauchen. Okay, dann sind wir da. Coole Sache, Leute. Level abgeschlossen. Mit dem Vogel kommen wir nicht weit. Da sieh mal. Der Emerald-Komplex auf 12 Uhr. Kommt es oft vor, dass sie sich Hubschrauber ausleihen? Du kannst dich ja wirklich an nichts erinnern. Dringen Sie in das Gelände der Basis ein. Okay, jetzt ist offiziell scheinbar Winter. Nee, ich bleibe bei den... Ah! Das ist eine geile Knarre, Leute. Das ist quasi so eine Art Scharfschützenarmbrust. Also sie hat zumindest denselben Effekt. Ohne Genehmigung kann ich Sie nicht passieren lassen. Hey, warten Sie, was das? Okay, der killt einfach alle, so wie es aussieht. Was? Ja, wie gesagt, ich bin nicht der Beste. Wir sammeln die Körper später auf. Gefroren sind sie einfacher zu stapeln. Okay, zuerst den hinteren, würde ich sagen. Jawohl. Alarm! Nein. Ja, normalerweise geht das etwas einfacher. Also, ich habe es jetzt leider vergeigt. Naja, vergeigt nicht, aber ich habe es leider nicht so gut gemacht. Wie es eigentlich gehört. Ja, normalerweise hätte ich den vorderen... Ja, leck mich. Ja, ich habe ihm die Nüsse weggeschossen. Alter, wie brutal. Ja, das muss wehtun. Jawohl. Geh rein und hol Carrington raus. Ich werde im hinteren Teil der Basis auf dich warten. Ja. Das hatte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Aber Tatsache ist... Okay, was hat das jetzt für einen Sinn gemacht? Das, ach so. Was zum? Ja, ich hau mal ab hier. Ja, super, jetzt haben sie mich eh gesehen. Scheiße. Ja, für normal sollte man hier stealthen. Nein! Ja, das habe ich jetzt übersehen, verdammt. Ja, erneut versuchen. Scheiße. Ja, das habe ich jetzt leider übersehen gehabt. Macht aber nichts. Das war eh nicht viel. Wie gesagt, diese Ladescreens schneide ich immer raus, weil die sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu langwierig, muss ich ehrlich sagen. Also nicht wundern, wenn auf einmal ein bisschen was weg ist. Ja, den will ich jetzt nämlich auch mit dem Teil ausschalten. Hat der mich jetzt... Ja, er hat mich gesehen, aber... Ja, ich habe ihm in die Titten geschossen, also in die Brust, besser gesagt. Ich habe ihn doch genau getroffen jetzt, Alter.
Jawohl, jetzt aber. Wir sammeln die Körper später auf. Gefroren sind sie einfacher zu stapeln. Jawohl. Okay. Nein! Jetzt hatte ich ihn doch eigentlich. Achso, jetzt habe ich hier keine Muni mehr, verdammt. Stirb doch einfach, du Freak. Ja, ich schieße ihn dreimal in die Brust und der überlebt das. Eh klar. Achso, ich habe doch kein Medipack. Ja, dann nehme ich jetzt das Sturmgewehr. Ist mir ehrlich gesagt jetzt gerade egal. Dann nehme ich halt... Ah, hier habe ich sie. Wer ist McDougall? Ja, ich nehme gleich beide, weil... Ich will hier nicht drauf gehen. Ist, glaube ich, verständlich. Ja, was zum... Ja, ihr werdet bald feststellen, dass das Sturmgewehr... Boah, fuck. Ja, ich ballere schon wieder voll daneben. Was? Ja. Ja, ihr werdet feststellen, mit dem Sturmgewehr ist das Spiel eigentlich relativ easy. Was? Jawohl, jetzt hatte ich Glück, Leute. Ganz ehrlich, jetzt hatte ich nur noch Glück. Was genau ist SG? Ja, ich bin kein großer Shooter-Spieler, geschweige denn, dass ich mich irgendwie auskennen würde. Okay, 35 Schuss sind jetzt nicht viel. Aber das ist cool. Ja, die Armbrust ist verdammt cool, aber ich sterbe gleich, Leute, verdammt. Ich sterbe leider gleich. Ah, da ist wieder einer, den ich von hinten abballern kann. Okay, wie guckt denn der, ey? Jawohl. Das ist so geil, Leute, ganz ehrlich. Das gefällt mir jedes Mal wieder. So, also wir können immer maximal 2 Pfeile tragen. Nein. Ja, den erwische ich noch. Nein, ich habe ihn... Scheiße. Boah, ey, ja. Ja, langsam pisst es mich auch an. Ganz ehrlich. Scheiße. Also den ersten Freak kann ich gleich so wieder ballern. Ja, so ist das leider. Also es gibt schon Checkpoints, aber die sind leider etwas beschissen. Aber die sind leider etwas beschissen verteilt, die sogenannten Checkpoints. Was? Jawohl, okay, ich habe ihn zumindest getroffen. Ja, jetzt machen wir einen auf Stealth. Komm schon, du... Okay, zumindest in die Brust geschossen. Was? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Er hat quasi verhindert, dass ich dem hier quasi in die Fresse schieße. Ja. Aber du bist schon etwas vorgeschossen, das passt schon. Ja, das habe ich eh schon gehört, Süße. Das hatte ich nicht erwartet. Okay, wir bekommen wenigstens ein Sturmgewehr. Okay, bei diesen... Was zum... Ach du Scheiße, was halten denn die wirklich aus? Ja, okay, die Knarre ist nicht gut, weil die so gut gepanzert sind, die beiden. Ja, die beiden sind extrem gut gepanzert. Und da ist das natürlich alles ein bisschen doof, leider. So, da müsste jetzt noch einer kommen, aber ich speichere hier mal, würde ich sagen. Ja. Spiel speichern. Passt. Sehr gut. Ja. Für alle Fälle. Weil ich muss sowieso den Part gleich mal beenden. Leider. Wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? McCall wird uns umbringen. Halt's Maul! Ich hätte Mexiko nie verlassen sollen. Hoppala! Jetzt habe ich das Ding in die Luft gejagt und habe mich selber fast gekillt. Ja, das war jetzt ehrlich gesagt nicht sehr intelligent von mir, ganz im Gegenteil. Aber ich habe ja Gott sei Dank... Ja, ich benutze gleich beide für alle Fälle. Aber Leute, wir haben schon wieder über 20 Minuten. Ich würde sagen, das war's für diesen Part wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst vielleicht einen Kommentar und einen Daumen hoch oder zumindest eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu 13. Bis dahin, macht's gut, Leute.